Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbuffet. Die Aktien in Ausbruchslaune, das WTI ebenfalls, Gold in Korrekturstimmung. Das Ganze möchte ich mir anschauen. Ich komme auch gleich zum Thema und zur Sache, das, was hier in den Märkten passiert. Der DAX bewegt sich bereits dynamisch her aufwärts. Ich zeichne wie immer die vorbörsliche Spanne ein, dessen, wo also der DAX sich bewegt hat zwischen 8 und 9 Uhr. Und wir attackieren jetzt die 222, eine Schnapszahl. Das ist das vorbörsliche Hoch. Die 216, hier die grüne Linie, die dieses Mal hier eingezeichnet ist, ist aus dem Tageschart das 61,8 Fibonacci Preiserweiterungsziel aus dem 123 Boden im Tageschart. Ja, wenn wir uns hier den Germany 30 Tageschart nochmal anschauen, dann haben wir hier ja ein 1-2-3 Trendwendemuster ausgebildet, das ich auch heute Morgen in CMCS Presse und im Tagesausblick Ihnen gezeigt habe. Also eine 1, die 2 und die 3. Und hier oben bei der X ist das 61,8er Fibonacci Preiserweiterungsziel und das liegt bei der 216. Gleichzeitig haben wir hier oben immer noch ein 1-2-3 Top, also ein 1-2-3 und der Punkt X hier oben bei der 294, ja, dieser Punkt hier, Punkt 1, der ist hier oben bei der 294. Das wäre dann heute auch ein Ziel, das man im Blick behalten kann. Was den SPX 500 angeht, da hatten wir hier in der letzten Woche noch ein 1-2-3 Trendwendemuster, haben dann ein höheres Hoch gemacht am 6. September, nochmal ein höheres Hoch heute in der Nacht. Und die Frage ist jetzt, machen wir hier ein höheres Hoch? Gehen wir also über die 988,65? Das wäre im Sinne der Long Trader erfreulich. Also der SPX attackiert hier das Hoch, der DAX bildet eine Signalkerze aus, versucht es zumindest, darüber hinaus anzusteigen. Über das vorbörsliche Hoch. Wenn er das tut, kann ich das Hoch von dieser Kerze markieren. Denn das wird dann ein Widerstand, der per 1-Minuten-Schlusskurs überwunden werden müsste, um ein Signal zu setzen für einen Ausbruch über die Eröffnungshandelsspanne 228,38. Da brauchen wir einen 1-Minuten-Schlusskurs darüber. Die Longkäufer versuchen hier die 988,65 zu brechen nach oben. Damit dann auch schönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, ihr seid alle gut in die Woche gestartet. Ivo, Karol, Albi, Marimano, Emma, Tante, Huckleberry, Peter A., Michael Moser, Thomas L., Conor McLeod, Holger, schönen guten Morgen an euch alle. Ernst Eigner, guten Morgen.
Ernst Aigner hat vorhin geschrieben, erst da immer mehr Index-ETFs gehandelt werden und dieses Geld ja passiv investiert wird, stellt sich immer weniger Marktteilnehmer die Frage nach Bewertungen. Tja, das ist so eine Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist. Denn ich meine, früher hat man dann halt in Aktienfonds investiert. Der ETF ist ja jetzt nur eine günstigere Variante des Aktienfonds. Und das passive Besparen von Aktiensparplänen, sowas hat es ja früher auch schon gegeben. Also ich bin mir nicht sicher, nur aufgrund der Tatsache, dass ETFs jetzt günstiger sind und Geld eben von aktiv gemanagten Produkten wie eben einem Aktienfonds umgeschichtet wird in das günstigere Produkt ETF, dass dann die generelle Bewertungsfrage general überholt wird oder vielleicht auch sogar nicht mehr gilt. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das zutreffend ist. Michael Moser, Mario Bichler, Lothar Philipp Kurz, Stefan Nord, guten Morgen an euch alle. Der SPX scheitert an der 988. Hat da oben aber einen Tick drüber geschaut, hat also ein höheres Hoch gemacht. Insofern dieser Rücklauf jetzt erstmal nicht schlimm. DAX auch, man sieht es hier, diese Fehlversuch, die Signallinie zu setzen oder zu brechen und ein Signal für eine Trendbewegung aufwärts zu setzen. Hat dann nicht geschafft, aber wie gesagt, hier oben ein Tick war er höher. Das heißt, jetzt ein ganz normaler Rücklauf. Kein Trendwendemuster an der Stelle. Erdgas hatte Mitte letzter Woche sessional ein sessionales Signal. Normal läuft Erdgas ab. Was war das genaue Datum? Ich habe mir die notiert in einem Kalender für verschiedenste Märkte. Und Erdgas ist normalerweise bis Ende September fester. Ich muss gerade ganz kurz in meinen Kalender schauen. Hier beim Erdgas haben wir die Situation, dass wir einen 1-2-3 Boden gebildet haben, hier jetzt auch zu sehen im 4-Stunden-Chart und wir haben das 4,23-6er Ziel erreicht, könnten sogar zum 5,81er Ziel laufen. Das liegt bei, ihr seht es ja selber, 2,57 und ja, am Freitag, 6. September, genau, ist normalerweise das sessionale Tief und Beginn bis Ende September sessional des Erdgas stark. Ja, man kennt ja dieses sessionale Muster auch bei anderen Rohstoffen, beim Heizöl. Im Winter ist Heizöl teurer, weil da mehr Nachfrage da ist, weil die Leute ihre Tanks befüllen. Das beginnt schon, bevor die anfangen zu tanken. Beim Erdgas die Nachfrage eben auch saisonal getrieben. Und jetzt, seit Freitag bis Ende September, arbeitet die Saisonalität für den Erdgaspreis. Genauso gilt das auch für die Aktienmärkte. Da hat man am Donnerstag letzter Woche das saisonale Tief, das der DAX hätte erreichen müssen. Nur war die Situation dieses Mal beim DAX ein bisschen anders. Also bevor ich hier jetzt irgendwas anderes erzähle, bisher ist das ein ganz normaler Rücklauf. Also ich meine, das kann ein Top werden, ja, und der Markt kann jetzt einbrechen. Es kann immer alles passieren, aber ich schaue normalerweise immer nach, wenn so ein Rücklauf kommt, muss irgendwann so eine Gegenbewegung kommen, wo man dann in der Gegenbewegung sieht, aha, der zeigt den Unvermögen, ein höheres Hoch auszubilden und geht dann auf ein tieferes Tief. Wenn er hier einfach so linear nach unten geht, dann sind es einfach Gewinnmitnahmen.
Ja, da werden einfach Longkäufer, die da oben eingestiegen sind und auf den Ausbruch gesetzt haben, werden da jetzt rausgestoppt und rausgetrieben. Daraus muss sich nicht zwangsläufig eine Trendwende ergeben. Genau, aber ich wollte was zum DAX und zur Saisonalität vom DAX sagen. Da habe ich auch einen Artikel veröffentlicht bei uns auf der Webseite. Wenn ihr da unter Marktanalysen geht, ist schon ein bisschen länger her, weil ich ja im Vorfeld darauf hingewiesen habe, passt auf, DAX-Saisonalität. Da haben wir den saisonalen Chart. Und dieses Tief hier unten, wo ich jetzt mit meiner Maus bin, das war letzte Woche Donnerstag, saisonal betrachtet. Was der DAX aber gemacht hat, der hat schon vorher das Tief ausgebildet. Das hier war am 15. August. Ja, und hat dann das Ganze nochmal getestet und ist schon davor ausgebrochen. Ja, 6. September war er dann schon in der Ausbruchsbewegung. Ja, also gut ein halber Monat früher. Wenn man das Tief hier nimmt vom 26. August, nun gut, dann ist es innerhalb von einer Woche ungefähr passiert. Also ein bisschen seiner Zeit voraus. Aber jetzt bis, das sieht man eben in dem Chart auch ganz gut, jetzt bis Ende November eine gute Zeit für den DAX. Man sieht jetzt in der Rallye-Phase bis so Mitte September, Ende September, geht dann nochmal zu den Tiefs, testet die nochmal, um dann eben peu à peu hier anzusteigen. So ist zumindest der saisonale Zyklus, der auf den Markt wirkt. Aber es gibt ja immer andere Zyklen, die auf den Markt wirken und andere Trends. Einer davon ist auch die EZB. Und im Artikel, wenn ihr euch den durchlest, bin ich da auf dieses falsche zyklische Hoch eingegangen im Juni. Und dieses falsche zyklische Hoch, wo er ein bisschen abgewichen ist, ist durch die EZB entstanden. Ja, also die EZB verzerrt auch dieses Mal den DAX relativ zu seinem Durchschnittsverlauf der letzten 10 Jahre. Aber schaut euch den Artikel an, wenn ihr euch für Saisonalitäten interessiert. WTI, achtet darauf, nach meinem Dafürhalten ist der WTI nach wie vor spannend. 57,42 ist etwas, was Preisalarm würdig ist. 57,42 habe ich mir auch schon eingetragen. Ich will also, wenn WTI über 57,42 geht, dann könnte hier auf Tagesschlusskursbasis ein Signal entstehen für eine Ausbruchsbewegung. Und der DAX setzt ein Signal für Trendtag aufwärts. Jetzt müssen wir gucken, ob der Versuch hier vom SPX 500 ein höheres Hoch auszubilden von Erfolg gekrönt sein wird. Ja. Oder ob jetzt der SPX unter die 985,71 geht. Weil dann hätten wir genau das, nämlich ein neues Top. Ja. Also ein bärisches Signal aus Sicht der Charttechnik. Also jetzt ist Hop oder Top, entweder höheres Hoch oder Trendwendemuster. Beim Ölpreis, hier das WTI im Tageschart zu sehen, haben wir ein 1, 2 und die 3, die fehlt noch. Die wäre dann gesetzt, wenn WTI per Tagesschluss, und der Tagesschluss sieht man hier in der Produktübersicht, ist 23 Uhr. Und CMC Markets, wir bepreisen unsere CFDs, die gleichen Handelszeiten wie auch der WTI Future. 0 bis 23 Uhr handelbar. 23 Uhr ist damit auch der Schlusskurs, der charttechnisch gilt. Um 23 Uhr müsste WTI über 57,41 ansteigen, um ein mögliches Signal zu setzen für eine Bodenbildung und ein mögliches Signal zu setzen in Richtung 62,20. Neuralgischer Punkt von dem ABC, von dem 1-2-3-Top, das sich im April gebildet hat im WTI. Also durchaus spannend, 57,42, stellt euch das als Preisalarm ein, wenn ihr Öltrader seid und
Öl spannend findet, dann verpasst ihr den Moment nicht, wo WTI es versucht, diesen Boden auszubilden. Alternative ist, ich gucke die ganze Zeit drauf. Ich bin dazu nicht in der Lage, weil ich auch noch was anderes zu tun habe. Ich muss ja unter Umständen den ganzen Tag gucken, stundenlang den Chart beobachten und noch was anderes zu tun. Und was bringt mir das, den ganzen Tag zu beobachten, wenn ich dann warte auf das Signal, kann ich mir auch einen Preisalarm schicken lassen in die Plattform, auf mein Smartphone, per SMS, per Push-Notification, per E-Mail, per Tonsignal, per Push innerhalb der Plattform. Also ich verpasse es nicht, wenn der Preisalarm losgeht und dann kann ich aktiv werden und das beobachten, wenn es spannend wird. Und kann davor einfach sagen, okay, ich mache irgendwas anderes. Natürlich könnte ich das im 1-Minuten-Chart jetzt genauso machen im SPX 500. Ich mir sage, okay, 9,85 setze ich mir einen Preisalarm, wenn er da drunter geht, oder hier drüber, 9,88, 69, und kann in der Zeit dann irgendwelche anderen Analysen machen. Ja. Weil diese Entscheidungsphase kann halt unter Umständen auch eine Viertelstunde dauern. Who knows? Ja. Manchmal dauert es die ganze Sendung lang. Wie ich hier sitze, hatte ich auch schon, ja, dass der Markt einfach die ganze Zeit versucht hat, es zu aktivieren, es aber nicht geschafft hat. Und Preisalarme sind also ein Werkzeug, um immer dann aktiv werden zu können, wenn was passiert. Und dazwischen spart man sich einfach Zeit. So, also neuralgischer Punkt, wie ich es immer nenne, an dem etwas entschieden werden muss, an dem Positionsveränderungen erzwungen werden könnten, ist jetzt im SPX 500 die 2,985. Im DAX ist der neuralgische Punkt jetzt bei 2,1487. Jeweils Minuten Schlusskurs optimalerweise bestätigt. SPX und Germany 30, beide Minuten Schlusskurse drunter würde einen Top erzeugen. Und mögliches Korrekturpotenzial bringen. Ebenfalls spannend, Holger hat da was geschrieben, Kiss of Death Cable M5, 9 Uhr. Welche zwei Moving Averages hast du da oder welche gleiten oder was meinst du damit genau? Wir haben im Pfund zum US-Dollar hier ein 1-2-3 Tief. 1,618er haben versucht zu halten, haben das hier nicht überwinden können. Also für den Moment ein Widerstand. Könnte bis 1,2212 runtergehen. Und was wir hier auch haben für alle FX-Trader ist ein 1,2,3 Top. Ja, dass wir hier einmal, zweimal haben sie versucht wieder zurückzuholen. Und jetzt bewegt sich der Markt hier in Abwärtsziele rein. Also kurzfristige Korrektur, 1,618, wenn die 1,2251 unterschritten werden, wäre die 100% Extension aus dem 1,2,3 Boden und die 2,618er Extension aus dem Top ein Cluster-Support bei 1,2211.
So, DAX läuft nach oben, folgt damit seinem Signal, das er um 9.13 Uhr schon setzte, 2,44 mögliches Ziel. Bestätigung steht noch aus durch den SPX 500. Wir haben hier den Test der 200-Minuten-Linie. Offenbar wird es interpretiert als mögliches Signal für ein höheres Hoch, das kommen könnte. Der DAX eilt hier schon voraus. Ein bisschen heikel, wenn der DAX solche Expeditionen ganz alleine unternimmt. Das kann auch kräftig in die Hose gehen, wenn der US-Markt dann doch dreht. Aber für den Moment kein Signal dafür, dass der US-Markt hier einen Top ausbildet. Wie gesagt, das hier ist ganz normaler Rücklauf. Und jetzt versucht er sich hier zu stabilisieren. Wenn man sagt, okay, das könnte ein prozyklisches ABC werden, dann müsste er hier über diesem Hoch schließen. Das versuchen sie gerade. Shooting Star, genau an der Fehlausbruchstelle von 9.05 Uhr, bestätigt den Widerstand jetzt in dem Bereich. Eine Richtungsansage vom US-Markt haben wir nach wie vor nicht. Klaus Boscheid fragt, was macht der Dow bis 30? Man sieht, ich hatte eine Zeit lang den US 30 statt dem SPX 500 als Indikator, was die US-Vorgaben machen. Und um zu bestätigen, was der DAX macht, um das bestätigen zu lassen durch den US-Markt. Ich finde den SPX 500 aber, dass er sauberer läuft. Und wenn man sich das Umsatzvolumen anschaut, dann ist das im SPX 500 in den E-Mini-Futures und im großen SP-Future ein Vielfaches des Volumens relativ zum Dow vorhanden. Also Charttechnik funktioniert da am besten, wo am meisten Liquidität vorhanden ist. Und deshalb nutze ich auch den SPX 500 statt dem US 30 als den Markt, den ich auf der rechten Seite immer beobachte. Und ja, technisch sieht der US 30 ja, fast gleich aus, nur hat man andere Zahlen. Ja, das sind 1, 2, 3 tief, das aktiviert wurde. Daraus kann man dann wieder Fibo-Ziele generieren.
Ja. Ich glaube, recht spannend wird es jetzt ja auch, fast analog zum DAX dann auch, sich anzuschauen, was der US-30 hier in dem 27.067 machen wird. Da ist ein 1, der Punkt 1 aus dem Trendwendemuster. Prallt er davon ab oder knackt er das auf? Also 27.067, der nächste neuralgische Punkt für den US-30, für den Dow Jones in den USA. Apple, eines der Schwergewichte aus den USA, ist so richtig überzeugend. Gehen die nicht über den Punkt 1 drüber? So, jetzt sieht man es am besten. Also hier haben wir auch wiederum ein 1, 2, 3 Trendwendemuster. Ja, und der Punkt 1, der liegt bei 212,34. Jetzt sind wir da drüber. Also durchaus startbereit. Am Freitag haben wir genau diesen Punkt nochmal getestet. Der wurde gekauft. Für den weiteren Verlauf bei Apple wäre es wichtig, dass diese Marke hält und als Unterstützung gekauft wird. Dann könnten wir einen bullischen Druck aufbauen Richtung Schnapszahl haben, 222. Und darüber, über diesen Punkt 2, könnte man dann die 233,44 attackieren, das bisherige Allzeithoch in der Aktie. SPX drückt sich vor der Entscheidung. DAX mega unsicher unterwegs. Eigentlich ist das schon wieder ein 1, 2, 3 Top, aber kein wirklich sauberes. Weil er müsste hier eigentlich noch ein bisschen weiter hochgehen, wurde aber begrenzt durch die Signallinie. Also sehr, sehr unsauber, was der SPX, was der DAX hier macht. Kann sein, dass wenn der Markt jetzt hier der SPX jetzt gleich darunter schließt und abgibt, dass wir einen Rutsch sehen könnten. Auf der anderen Seite, wenn er das hält, könnte er auch wieder nach oben laufen. Also ist jetzt auch ein bisschen die Eröffnungsvolatilität. Weil wir natürlich jetzt einen laufenden Handel haben im DAX, im SPX ist es immer noch elektronischer Handel, aber dennoch, die Aussage im SPX ist relativ klar. Ja, der Rücklauf ist da, er ist impulsiv. Bekommen wir einen Schlusskurs unter 2,985, wäre charttechnisch betrachtet ein Top aktiviert, dann könnte es zu Kursverlusten kommen oder wir gehen über den 9,88, machen ein höheres Hoch und setzen dann eine Long-Richtung möglicherweise fort. Im DAX ist es so, wir haben jetzt hier so ein unschönes ABC-Top, davor ein Signal für Trendtag aufwärts, dann haben wir zweimal Fehlausbrüche. Also Kraut und Rüben, man kann sich jetzt entscheiden, was man macht. Solche Tage gibt es auch und da muss man sich ja im Grundsatz davor überlegen, bevor man tradet, im Tradingplan möglichst irgendwo aufschreiben, auf dem Zettel, hey, was will ich eigentlich traden? Trade ich alles, was kommt oder trade ich nur das, was wirklich sauber aussieht? Und welches Ergebnis habe ich bei Option A, welches Ergebnis bei Option B? Wirecard, da war zeitlang hier auch massiv im Gespräch gewesen, ABC tief. Das wir haben ja die 143,04, ist eine der Zielmarken aus diesem Tief, haben wir als Unterstützung gekauft. Oder was heißt wir? Der Markt hier zu sehen, in den ganzen Kerzen, die da angehäuft, dorthin geworfen wurden. Und immer wieder die Tiefs von diesen Kerzen so in dem Bereich. 164,82 in nächste mögliche Zonen. Schlusskurs darüber könnte uns bringen in Richtung 200 Euro. Bärisch wird es dann werden unter 143,04. Ja, dann könnte man hier wieder, man sieht unter 143,04 gab es immer wieder diese Einbrüche vom Kurs. Ja, also darunter sind schon immer wieder Käufer gewesen, aber es hat immer ein bisschen gedauert erstmal. Nahm dann die Volatilität an dieser Stelle zu.
Bitcoin könnte auch wieder spannend werden. Da habe ich auch einen Preisalarm eingestellt bei 9076. Denn wir haben beim Bitcoin übergeordnet ein großes Trendwendemuster. 1, 2, 3. Hier vom Jahreswechsel 2017-2018. Der Punkt 1, der neuralgische Punkt, liegt bei 10.550. Den haben wir unterschritten. Einmal, wieder, wieder, wieder. Und sie haben dazwischen immer wieder versucht, das nach oben zu retten. Ja, sie versuchen also im Bitcoin, das nach oben aufzuknacken, dieses Trendwendemuster, haben aber bisher damit keinen Erfolg gehabt. Die Verkäufer auf der anderen Seite hatten auch keinen Erfolg damit, den Markt nach unten zu bewegen. 9077 ist die Unterstützung. Die, wenn sie unterschritten wird, nun ist zweimalig gehalten worden, für Nervosität am Bitcoin-Markt, wenn man es so nennen will, sorgen könnte. Das Ziel, FIBO-Ziel aus dem reaktivierten 1-2-3-Top liegt bei 4,29. Holger schreibt, SP 500 relativ einfach, über MA20 im Stundenchart ist der Long. Also hier das Big Picture oder eine größere Zeiteinheit. Das kann man natürlich genauso machen. Weil Trader ist man nicht nur, wenn man im 1-Minuten-Chart aktiv tradet, sondern ist mal genauso gut, wenn man im Tages- oder Wochenchart aktiv ist. Denn das, diese Konzepte, die ich ja anwende, man sieht ja auch im Tageschart, bin ich beim Bitcoin, im Gold, manchmal im Wochenchart, das ist auf allen Zeitebenen möglich und dann muss man halt einfach ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Und ich glaube, jeder, der bisher nur im ultrakurzfristigen Zeitfenster gehandelt hat, wird bei längerfristiger Anlage auch lernen oder merken, aha, ich kann eigentlich ein Konto nicht aktiv hochtraden, ja, wie es so schön formuliert wird manchmal, sondern ich muss warten, dass der Markt die Bewegung macht, die ich haben will. Ohne die Bewegung komme ich nirgends hin. Und das lernt man, finde ich, oder es ging zumindest mir so, das habe ich gelernt bei längerfristigen Positionen. Man sagt, okay, hey, das Setup ist in Ordnung. Eine Woche später guckt man drauf, Setup ist immer noch in Ordnung. 3 Wochen später, Setup ist immer noch in Ordnung. Und dann kommt irgendwann die Bewegung. Läuft 20% hoch oder was weiß ich. Und das ist was, dass man auch diese Erkenntnis gilt 1:1 auch im kurzfristigen Zeitfenster. Also ein Markt hat ein Setup und dann dauert es halt. Ja, dann halt nicht wochenlang, aber im 1-Minuten-Chart kann es auch mal eine Stunde dauern, bis da eine Bewegung losgeht. Oder ein intakter Trendtag aufwärts, ja, im DAX. Nicht sowas wie heute, aber wo wir einen Aufwärtstrend haben, kann auch mal eine Stunde lang seitwärts laufen. Ohne dass dann ein Short-Signal reinkommt, läuft er halt nach der Stunde auch weiter aufwärts. Also der Faktor Zeit ist was, was ein Verbündeter von einem ist im Trading. Und da darf man halt nicht irgendwie in Aktionismus verfallen und sagen, okay, hey, jetzt ist eine halbe Stunde nichts passiert, jetzt gehe ich halt Short. Nimm die Gegenrichtung, weil das Long ist nicht eingetreten. Und dann versucht man halt aktiv dem Markt irgendwie was rauszuquetschen an Performance. Und das ist dann oft hin und her macht Taschen leer, heißt so schön. Das ist oft nicht das richtige Vorgehen, sondern das Setup ist das Setup und man tradet das Setup. Trade your plan and plan your trade and trade your plan. Lauter schlaue Sprüche hier heute von mir. Aber im Grunde ist es so.
sollte immer entspannt bleiben. Stefan, BYD hat Kurs aus Hongkong, die habe ich hier in dem Konto nicht abonniert. Hongkong-Sydney sind, glaube ich, die einzigen beiden Kurse, wenn man Aktien-CFDs bei CMC Markets handelt, die man extra freischalten muss. Das ist da auch mit Kosten verbunden. Alle anderen Aktien-CFD, Echtzeitkurse samt Chart-Historie, Daten bekommt man bei CMC Markets kostenfrei. Also BYD kann ich leider nicht drauf eingehen. Müsste mir das hier für das Konto erst freischalten lassen. Was ich ja mal machen kann. So, jetzt wird spannend. 12.2.14. Geht er da drunter? Ja, nein. 9.85 geht er da drunter? Ja, nein. Wenn jeweils ja, dann hätten wir in beiden Indizes Tops. Der DAX ist schon genau dran. Da könnte jetzt die missliche Situation entstehen, dass der DAX den Top aktiviert. Ja, wobei, ich muss korrigieren, weil wir haben ja hier oben ein höheres Hoch. Insofern habe ich das gerade falsch gesehen. Also DAX läuft zurück. Man kann immer noch diese Bewegung bis zu 9.25 Uhr tief als eine 1 sehen. Das Hoch von 9.26 Uhr als die 2. Und Schlusskurs 9.28 Uhr unter dem Punkt 1 als die 3. Dann hätten wir hier 9.31 Uhr und 9.34 Uhr Versuche gesehen, das aufzuknacken, also bärische Tests von dem Punkt 1. Und jetzt laufen wir bereits nach unten. Misslich ist das deswegen, weil eben der SPX 500 sein AB 1, 2, 3 Top nicht aktiviert hat. Also es gab schon actionreichere erste Handelsstunden. Philipp schreibt noch nicht. I don't know. Wenn Philipp richtig liegt und das noch einfach nur eine Zeitfrage ist und die Aktivierung kommt, ein ABC-Top, dann wäre die 2983 ein mögliches Ziel für einen Rückgang. 2983 ist auf M5-Basis auch die EMA 200, also exponentiell gewichtete gleitende Durchschnittslinie auf die letzten 205 Minuten Schlusskurse vom SPX 500. Diese schöne Linie liegt bei 2983 und bildet damit einen 2984 und bildet damit einen Cluster Support. Was auch so schön sagt, also ein Kreuzunterstützung 2984 aus dem Fibo-Ziel und aus der EMA 200 im 5-Minuten-Chart-Intervall. Auch das ist dann nicht garantiert,
Also es gibt auch leider keine Kristallkugel, wo man in die Zukunft schauen kann. Jegliches Pattern, auch dieses ABC oder 1, 2, 3 Trendwendemuster, zu dem es auch ein Erklärvideo gibt. Das stelle ich jetzt in den Chat rein. Jegliches Muster, auch dieses, bietet lediglich eine Kontextchart-Technik, ist keine Glaskugel. Und da kann man dann nach Indikatoren suchen und auch jeden Tag gerne einen neuen Indikator ausprobieren. Keiner dieser Indikatoren hat eine Glaskugelfunktion. Es ist immer nur Wahrscheinlichkeiten, nichts ist garantiert, Trading ist immer wackelig. Klingt jetzt ein bisschen wie unsere Risikowarnung, aber es ist halt die Realität. Deutsche Bank plus 2%, schreibt der Thomas. Den können wir uns auch mal anschauen. Also bei Deutscher Bank, um das kurz zusammenzufassen, hat man hier eine 1, 2, 3, dann sind die hier nach oben gelaufen, hier massiver Abwärtsimpuls und hier dann wieder ein 1, 2, 3. Hier unten das Ziel, die 61,8, nicht ganz erreicht. Aber dieses Tief an der Stelle war tiefer als das aus der Bodenbildung hier, damit es die Bodenbildung zerstört. Und jetzt kommt hier so eine Short-Squeeze-Bewegung ohne große Unterbrechung, also ohne neuen Boden. Insofern ist der Verdacht, den wir hier sehen, den ich hier sehe, ist der Verdacht, dass wir hier einfach den Punkt 2 testen von dem ABC-Top, von dem 1, 2, 3 Top. Aber da das so einen Short-Squeeze-Charakter hat, dass das so steil nach oben geht, ist es auch gut möglich, dass wir hier oben rauslaufen. Also schwierig greifbar, massiv volatil, Action-Woche in dieser Woche, weil am Donnerstag die EZB tagt. Schwierig. Uli fragt, welche Bedeutung messe ich der Trendlinie bei im Stundenchart im DAX? Wahrscheinlich ist das eine. Was für eine Trendlinie meinst du da genau, Uli? Die Frage geht dahin, ob man in diesem Fall ein Ausbruchssignal handeln sollte. Also entscheiden müsst ihr das immer selber. Ich kann euch da nicht sagen, das müsst ihr handeln oder nicht. Was ist gemeint mit Trendlinie genau? Dieser horizontale Widerstand hier. Letzte vier, fünf Auflagepunkte. Ja, gut, ich habe viele Auflagepunkte. Ist eine schräge Trendlinie gemeint oder ist das ein horizontaler Widerstand oder eine Unterstützung? Zeitraum 20 Tage. Als Unterstützungslinie dann. Ja, also ich bin ja kein großer Fan von schrägen Trendlinien. Weil ich hier schon das Problem wieder habe, setze ich das jetzt dahin,
als ich den Schein gemacht habe zum zertifizierten technischen Analysten beim VTAD, dann sagte, es war dann Gregor Bauer, der dann sagte, okay, wenn ich schräge Trendlinien einzeichne, dann gucke ich, dass ich möglichst viele Auflagepunkte habe. Das wäre dann diese Linie. Aber es ist halt wischiwaschi. Ja? Wenn ich verkaufe, verkaufe ich dann hier, wenn es bricht, oder verkaufe ich hier, oder verkaufe ich hier. Und was passiert, wenn dann so eine Reversal-Kerze kommt wie hier? Also bei einer schrägen Trendlinie, wenn ich, das war jetzt eben auch die Frage, die Diskussion war schon ziemlich lang. Also ich musste mehrmals nachfragen, Uli musste mir mehrmals Infos geben, was meint sie eigentlich? Und ich könnte diese Trendlinie, wenn ich euch sage, okay, mach mal jetzt alle 200 Leute, die zuschauen hier, zeichne mal bitte da eine schräge Trendlinie ein, dann macht es jeder anders. Also jeder hat irgendwie eine andere, jeder feuert sein Trade woanders ab und das endet dann irgendwie, das ist kein klarer neuralgischer Punkt, den ich damit bestimmen kann. Insofern, ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. Und deckelnd ist quasi dann vermutlich etwas anderes oder etwas Gleiches, ja. Wie zeichne ich so eine deckelnde Linie ein? Klar komme ich da irgendwann auf Linien, die irgendwie beachtet werden. Ja, für so eine Einkeilung, das ist durchaus etwas, was dann wiederum interessant ist, weil das so ein Pattern dann sich zusammensetzt. Aber auch da. Was man machen kann, wiederum, also wenn jetzt sowas berührt wird hier, so eine Linie, ja, oder wir in einem Bereich sind von so einer Linie und ich schalte dann um und sage, okay, das heutige Tageshoch, was passiert da? SPX hin oder der SPX ist ein wackeliges Signal, aber wir haben hier solche Spikes nach oben. Ja, dann so ein, vielleicht ein unschönes 1, 2, 3, aber ich habe hier, ich weiß, da ist ein Widerstand. Und dann kommt an dem Widerstand kommt so ein Shootingstar. Und das kann dann für mich ein mögliches Signal sein. Also ich kann die höhere Zeitebene kombinieren mit der kleineren Zeitebene, ja, und komme dann durchaus zu einem Kontext, mit dem ich arbeiten kann. Also da bin ich schon eher ein Freund davon, aber irgendwie, also es ist ja nicht irgendwie, aber es ist trotzdem nicht wirklich perfekt. Es ist immer subjektiv, so wie so eine schräge Trendlinie einzuzeichnen ist. Aber wenn man sagt, okay, da ist ein möglicher Widerstand und ich lasse das dann bestätigen durch die Preisaction an der Stelle in der kleineren Zeitebene, zum Beispiel im 1-Minuten-Chart, dann finde ich, wird da langsam ein Schuh draus, was eine Strategie angeht, nach der man handeln kann. Ähnliche Geschichte, wenn ich Pivotpunkte mit Pivotpunkten arbeite. Wenn ich sage, okay, ich habe einen täglichen Pivotpunkt, zum Beispiel im FX-Bereich, und dann gucke ich an dem Pivotpunkt, gibt es da irgendwelche Candle-Muster, die bärisch sind, die da auftreten, vielleicht auch in der kleineren Zeitebene. Also Pivotpunkt normalerweise schaue ich mir an 5 Minuten oder 15 oder 30 Minuten oder eine Stunde für den FX-Bereich. Dann kann ich aber auch eine kleinere Zeitebene gucken, gibt es da irgendwelche bärischen Kerzenmuster, Pattern wie das 1, 2, 3 und so weiter. Und lass mir dann die Info vom Markt geben, dass der Markt dort wirklich drauf achtet und Probleme hat, weiterzukommen. Und handel nicht blind, ah, Pivotpunkt ist erreicht, jetzt gehe ich long oder short. Es ist halt eher so ein Glaskugel-Trading, wo ich also das handle, was ich denke, was richtig ist, und nicht das handle, was der Markt mir an Signalen gibt. Also ich antizipiere, dass dort das passieren wird, was ich denke. Ich interpretiere aber nicht die Reaktion vom Markt an dieser Stelle. Blende also diese Info völlig aus, interessiert mich nicht. Und ist vielleicht nicht das Optimale.
Und die Frage ging dahin, ob es eine ergänzende Info ist, ja, durchaus. Und ist auch eine gute Beobachtung, finde ich. Hätte nämlich am heutigen Tag genau das Top ergeben. Ja, was dann ein bisschen heikel ist, sagen wir mal, man hätte diesen Shootingstar geschortet da oben im DAX. Also hier, dieses Ding. Wenn man sagt, okay, Shootings, erster dieser große Shootings oder Fehlausbruch und dann bekomme ich dann Shootingstar, dann sage ich, ich gehe da short. Weil im Stundenchart diese deckelnde Trendlinie da ist. Dann hätte man erst einmal ein bisschen wackelige Geschichte gehabt, hätte nochmal zwei, dreimal nach oben spiken können und man hätte es auch wackelig gehabt, weil der SPX da oben es nicht bestätigt hat. Auf der anderen Seite, wenn der SPX jetzt hier unter die 85 geht und korrigiert, dann ist man jetzt schon längst in einem super sicheren Bereich. Ja? Also es macht durchaus Sinn, im Vorfeld zu planen und zu gucken, okay, wenn da irgendwas passiert, weil die Bestätigungen kommen dann peu à peu. Ist nicht wirklich super synchron, was der DAX heute macht oder der SPX. Das macht eben die heutige Situation auch ein bisschen tricky, weil der DAX einfach schon losrauscht nach unten. Und der SPX jetzt erst dabei ist, einen Top zu aktivieren. Ja, normalerweise sieht es eigentlich ungefähr gleich aus. Das tut es heute nicht. Lufthansa minus 3%, ThyssenKrupp minus 3%. Ansonsten alles so irgendwie mehr oder weniger unverändert. Volkswagen ein deutlicheres Plus, Deutsche Bank ein deutlicheres Plus, Münchner Rück 1%. Also es ist ziemlich gemischt heute, Gesamtindex ja immer noch 25 Punkte im Plus. Aber schwer zu greifen heute. Zumindest mit der Methode, die ich hier jeden Tag auch wiederhole, schwer zu greifen, was der DAX hier bisher veranstaltet hat. Man hätte, wie gesagt, eben dieses 1, 2, 3 sehen können als 1, 2, 3. Für mich ist es nicht schön, weil es hier nach oben diese 2 einfach nicht sehr schön ist. Und weil es auch die ganze Zeit nicht bestätigt war durch den SPX. Der versucht nach wie vor die 85,71 zu halten. Mal gucken, ob das gelingt. Und der DAX setzt jetzt ein Signal für eine mögliche Trendbewegung abwärts. Signallinie auf der Unterseite, dieses Mal 198,96. Ja, da hier auf der 9.13 Uhr Kerze ein Signal gesetzt für aufwärts. Das haben sie 9.20 Uhr, 9.21 Uhr versucht. Kam nicht, hat nicht geklappt. Und jetzt mal gucken, ob sie auf der Shortseite jetzt mit bestätigtem 1, 2, 3 Top auch im SPX Glück haben, da jetzt eine Trendbewegung abwärts zu veranstalten. Achten bitte hier auf die 195. EMA 200 auf 5-Minuten-Basis, ansonsten darunter möglicherweise 178 das Ziel im DAX. So, der optimale Verlauf für die
die jetzt hier drauf setzen, dass dieses ABC-Top intakt bleibt, wäre, dass die 985 direkt als Widerstand bestätigt werden, dass er da also nicht mehr drüber kommt. Im DAX wäre die 198,96 jetzt als Widerstand bestätigt, das optimale Szenario für die Shorties, die auf weiter fallende Kurse setzen, ein Zurückerobern der jeweiligen Marken. Würde die Situation jetzt etwas entschärfen. Übergeordnet für den weiteren Tagesverlauf geht es jetzt dann darum, die 988,69 rauszunehmen im SPX hier oben. Ansonsten haben wir ein aktives Top. Im Markt. Wie gesagt, darauf achten, die 84 hier unten ist die Fibo-Extensionsmarke, gleichzeitig hier die gleitende Durchschnittslinie. Das wäre ein mögliches Ziel für den, ja, für die nächsten Stunden. Ich klicke mich an der Stelle wieder aus, sage Dankeschön an euch alle, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin auch morgen wieder zwischen 9 und 10 Uhr da und schlag mich dann hier durch das Dickicht dessen, was hier am Markt so passiert. Wenn ihr Fragen habt oder Wunschanalysen oder irgendwelche Märkte, die ich mir anschauen soll, dann gerne morgen dann wieder zwischen 9 und 10 und 8 Uhr, also gegen 8 Uhr gibt es dann auch das Update, Marktausblick, die Sendung CMC Espresso. Wenn ihr Lust habt, ein Demokonto auszuprobieren, ihr könnt also in dem gleichen Umfeld, in dem ich jetzt auch hier euch das die ganze Zeit gezeigt habe, auch euch anschauen und könnt also hier mit 10.000 Euro virtuellem Geld quasi ohne Risiko Long Short gehen, das Ganze mal ausprobieren, wie funktioniert so ein CFD. Und wenn ihr Fragen habt, gerne ein Support-Chat auf cmcmarkets.de könnt ihr euch anschauen. Danke an euch alle, bis morgen, habt einen schönen Tag, viel Erfolg bei euren Trades. Servus, bye bye.